1 Vlog, würde ich mal sagen. Ja, wir haben noch ein bisschen Besuch bekommen heute von einer jungen Dame und die eventuell ein bisschen Hallenmanagement nächstes Jahr übernehmen wird. Schauen wir mal, wie das so wird noch. Jetzt gehen wir nochmal schön raus, was so alles passiert ist. Ein bisschen Chaos hatten wir heute und jetzt könnt ihr auch noch schön gucken. So, erstmal Abmahnung hier. Da guckt mal, das sind die zwei Hübschen, Luca und Merck. Und dann tun wir von der Ronja den TT mal kurz die Motorhaube polieren, weil die aussieht wie Pieps. Ja, ich spreche es aus. Und gucken wir mal. So, gehen wir mal hin. Schicker Auspuff haben wir hier, ne? Gucken wir mal hier. So, ne? Geil, Vierer. Ja. Der Luca in Action. Hallo. Juhu. So, da ist Ronja, hi. Die könnt ihr mal auf, wenn ihr wollt, auf Instagram suchen. Die macht viele schöne Bilder mit Fahrzeugen, Model. Ja, und die hat heute auch schon ein bisschen ihr eigenes Auto poliert. Das hat sie richtig gut gemacht. Hat aber auch schon Abmahnungen bekommen. Also das 2-3, gell? Geht. Und der Luca auch schon wieder. Aber das Auto sieht mega aus. Ist jetzt wieder blau und nicht so einen leichten Graustich. Ja, 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 schön sauber machen, gell? Mhm. Abmahnung, weiter geht's. Ja, dann haben wir noch hier unseren Kugan. Da haben wir halt noch mal ein bisschen Management gemacht, geguckt wegen dem Einbau. Das ist nicht ganz so einfach. Da müssen wir noch mal ein bisschen schauen, wie wir das Ding Plug and Play dazwischen geschaltet bekommen. Ja, was war jetzt der erste Versuch? Und unser Spezialist da oben, da habe ich einen Fehler gemacht. So, da sieht man, ne? Unser W124er. Habe ich aus Versehen nur ein Domlager bestellt. Abmahnung an mich selber. Ja, ich kriege euch auch mal eine. Ja. Ansonsten bleibt jetzt einfach da oben. Ja. Wie ist los da drüben? Ja. Jo, das war's. Das ist unser Tag für heute. Vorher war noch schon der 8 V10 Plus da. Ja, nächste Woche wird vielleicht nochmal meine M2 Competition kommen, weil wir da ein bisschen an der AGA rumschrauben wollen. Ja, vielleicht mache ich nochmal ein Video nächste Woche, dann haben wir jetzt erstmal 3 Wochen zu. Ja, noch schön zu unserer Halle. Der Teil gehört da drüben auch noch zu uns irgendwann. Ja, könnt ihr mal kurz reingucken, wenn ihr wollt. Das sieht aus wie im Schlachtfeld. Ja, das sind nochmal 120, 130 Quadratmeter. Ich hoffe, der Typ ist bis Februar, März draußen. Und ja, dann haben wir ein bisschen zur Ablenkung. Hier eine Tischtennisplatte natürlich. Dann haben wir hier drüben nochmal unseren Kicker und einen Kühlschrank mit vielen antialkoholischen und nicht alkoholischen Getränken. Ja, also immer easy going hier, Spaß und Entspannung. Ja. Und dann würde ich sagen, entweder noch bis nächste Woche. Ansonsten wünsche ich alle schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Aber ich denke mal, eventuell machen wir nächste Woche nochmal was. Und ich haue jetzt noch schon ein paar Bilder schon rein, weil die Tage war ein Mercedes AMG GTR Roadster da, sprich die Cabrio-Version vom GTR. Geile Bilder, in grau-matt, mega, der war da. Und da schieße ich jetzt noch schon ein paar Bilder rein. Und dann war's das. Und wollt ihr auch noch Tschüss sagen? Hier? Tschüss. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis ins neue Jahr. Ja. Ciao.